Hallo, willkommen zum neuen Video. Wie man sehen kann, ist es diesmal ein Aufplatzeffekt mit so einer Mechanik innen drin, so Getriebemechanik. Farben werden benutzt, schwarz, weiß, opak und dann habe ich noch ein dunkelblau als transparent. Als erstes habe ich das Weiß vorgelegt, beziehungsweise ich habe das Weiß abgedeckt und den Hintergrund leicht grau eingefärbt, damit dann gleich das aufgeplatzte Plastikmetall besser wirkt. Als erstes habe ich jetzt das erste Schwarz, extrem detailliert, es ist richtig geil. Jetzt kommt das Grau. Da färbe ich jetzt alles mit einem leichten Grauton ein. So, und jetzt nutze ich die Abdeckschablone, mit der ich vorher den Hintergrund weiß gehalten habe. Und es sind also schon ein paar Schatten in der Grauschablone gewesen, aber jetzt mache ich noch so ein paar Freihandschatten. Das heißt, ich suche mir eine Seite aus. Momentan habe ich jetzt die Grauschablone mal aufgelegt, um die noch ein bisschen dunkler zu machen. Und arbeite aber gleichzeitig noch mal so ein bisschen Freihand an den Stellen, wo jetzt halt von der Schablone die Schatten sind. Arbeite ich auch noch mal ein paar Schatten noch so dazu. Ich lege das ein bisschen natürlicher. Jetzt kommt die innere Schablone, das heißt also, da sind jetzt, damit kann man jetzt die Mechanik einfärben. In dem Fall nutze ich jetzt ein dunkelblau, indem ich ganz leicht rüber gehe, um schönes graublau zu bekommen. Später nutze ich diese Schablone auch, um noch ein paar Schatten an den Rändern zu setzen, das dem Ganzen noch so eine gewisse Tiefe verleiht. Und jetzt kommt dann das Weiß, das heißt die Highlights für die Aufplatz-Sachen und auch in dem Getriebe. Und da färbe ich jetzt, weil es jetzt Metall ist, alles in 100% weiß ein. Und hier sieht man, wie schön detailreich das Ganze ist. Und jetzt nutze ich die Schablone für die Aufplatzeffekte. Man hätte es jetzt auch so lassen können, man kann aber jetzt halt, indem man da mit Weiß und Grau nochmal leicht reingeht, dem Ganzen noch einen weicheren Effekt geben. Das heißt, ich nehme eine Seite und male damit Weiß und die gegenüberliegende Seite färbe ich jetzt halt ein bisschen mit dem Grau ein. So bekomme ich weichere Kanten für das Ganze. So, schwarz behalte ich jetzt und jetzt kommt die Schablone für das Innenteil, was vorhin ich grau-blau gemacht habe. Und jetzt gehe ich quasi einmal rum und dunkle die Kante ab, sodass das Ganze eine gewisse Tiefe bekommt. Und dann nutze ich nochmal das Weiß, um noch ein paar Highlights auszuarbeiten. Und dann werde ich das Bild fertig. So, wenn es gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Sind über 730 Videos, glaube ich. Und vielleicht sieht man sich nochmal. Tschö.